Ich hoffe sehr, dass das der neue Standard ist, denn die Symbiose aus Energieerzeugung, Biodiversität, also Artenvielfalt, Kreuzkröten wurden mir hier gezeigt, jedenfalls wo sie wohnen, und landwirtschaftlicher Nutzung löst so viele Probleme, löst den Druck von der Fläche, nimmt den Druck von der Fläche. Bauern kriegen Geld, ohne dass sie vertrieben werden von der Fläche, und die Umwelt profitiert natürlich auch. Also das war schon sehr, sehr überzeugend, und das, was hier als Pionierarbeit begonnen wurde, sollte gerne Standard für die Zukunft werden.